Für umkippen nicht so geil. Aber wir sind doch Profis, Freunde. Wir kippen doch nicht um. Wir sind doch nie umgekippt, oder? Ja. Naja. Schauen wir mal. Probieren wir unser Glück. Damit dann und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play SnowRunner, der Offroad Truck Simulator. Schlechthin. Folge 98. Wir haben die Mission Flusstief tauchen mit dem Derry Longhorn, den wir gar nicht so lange her gefunden haben, probiert und mussten leider feststellen, Derry Longhorn ist gar nicht so geil, wie er aussieht oder wirkt. Ja, er war relativ kacke. Wir werden ihn auch verkaufen, denke ich. So schlimm ist es tatsächlich, weil ich brauche einen LKW, der liefert. Und ich meine, schaut mal, wie der hier liefert, Alter. Der gräbt sich hier durch. Die haben doch alle die gleichen Reifen. Ich habe hier Offroad-Reifen drauf. Guck mal. Mit dem anderen wäre ich ohne Winde nicht mal aus dem... Also das... Controller klebt. Also leider, der Derry Longhorn war eine ganz schöne Enttäuschung. Also... Da weiß ich nicht, ob ich in Zukunft nochmal auf Derry Longhorn setzen will. Das ist eine echte Enttäuschung von dem. Muss man schon mal so sagen. Zumal der hier noch eine erhöhte Federung bekommen kann mit größeren Reifen. Also, ja. Ich denke, das ist eindeutig, dass wir da erstmal nicht auf sowas setzen werden. Schade, aber ist dann so. So, wir müssen jetzt erstmal gucken. Gebrechten halt. Noch ein LKW eben für Anhänger, ne? Aber der Derry fliegt wirklich raus. Also ganz ehrlich, das ist halt... Es tut weh. Es tut wirklich weh. Aber wir haben es jetzt hier erstmal geschafft. Da. Ich kann dir nicht genug danken. Die Flüsse hier können um diese Jahreszeit schnell gefährlich werden, aber so schlimm hat es mich noch nicht erwischt. 190 Erfahrung. 1700 Geld, wir sind wieder bei über 100.000. Mit dem LKW dürfen wir wieder über 100.000 eigentlich zurückkriegen, oder? Wenn ich ganz geil wäre. Ich will es jetzt auch eigentlich sofort hinter mich bringen, weil ganz ehrlich. Der Derry Longhorn 3194 ist leider eine reine Enttäuschung. Er schafft es ja nicht mal hier irgendwie weiter. Ich will es nochmal jetzt irgendwie probieren. Weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass er es nicht schafft, hier hochzukommen. Ich meine, schaut euch doch mal diese Wucht von Truck an. Guck mal hier. Ja, also. Ja, guck mal, jetzt schafft das ja auch. Er macht halt dabei irgendwie so einen schwächlichen Eindruck, ne? Also irgendwie. Jetzt kommt er ja auch weiter. Ich weiß nicht, ob man da mal auf einen besseren Motor abwarten muss oder so, aber ganz ehrlich, das ist irgendwie jetzt nicht so das Wahre, ne? Wir gucken erstmal, wie er mit dem Wasser zurechtkommt, da bin ich nochmal sehr gespannt. Wo ist das? Das ist dort. Naja, dann die Zeit nehmen wir uns nochmal ganz kurz. Ah, fragt es, der Royal ist da gerade ohne Winde mit dem Lastengang ohne Probleme durchgekommen und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, es ist eine solide und starke Leistung gerade gewesen von dem Royal. Schon ein paar Probleme vor dem Wasser, also ja. Tatsächlich keine Auswirkung. Also man merkt schon einen deutlichen Unterschied, ne? Also er kommt halt hier
stehen wir, glaube ich, völlig, oder? Nee, nicht ganz. Die Reifen sind halt wirklich durch, weil sie einfach wirklich überhaupt keinen Grip haben. Oh, halt Gas. Motorleistung reicht auch. Aber tatsächlich. Nee. Braucht die Winde, um hier rauszukommen, und das ist nicht so schön. Ja, schöner Truck, also gut aufgebaut hier, macht einen soliden Eindruck und so, aber irgendwie, na guck mal hier auch wieder, ne, es ist, auch hier fehlt die Differentialsperre und die ist leider bei dem Truck offenbar noch wichtiger. Es bringt leider nichts. Und wir kriegen 150.000 für den, das ist halt einfach schön. Die Trucks von Derry Longhorn, die ursprünglich in der alten, im Norden der USA gelegenen Metallfabrik produziert wurden, stellen seit Jahrzehnten das Rückgrat der amerikanischen Militärlogistik dar. In den 70er Jahren entwickelte 3194 ist nicht gerade der raffinierteste Modell, wurde jedoch trotz seines hohen Kraftstoffverbrauchs und des relativ schwachen Basismotors für den Transport von Kampfpanzern im In- und Ausland eingesetzt. Ja, siehst du? Relativ schwach. Naja. Ah, vielleicht hätte der Motor noch was dran geändert, aber nein. Wir verkaufen den, sind 150.000 reicher und können uns einen wunderschönen neuen Truck holen. Ist deutlich geiler, wie ich finden muss. Ne? So. Ist einfach so. Müssen wir nochmal ganz kurz schauen, ob der wirklich das kann. Ja, guck mal hier. Fähig, Allrad, umschaltbar. Muss das sein. Der hier kann beides immerhin. Sieht aber vom Leistungsgewicht her auch nicht so geil aus, ne? Also den würde ich halt gerne auch schon mal testen, aber bis wir den haben, ist halt... Ja? Aber der halt hier halt Leistungsgewicht S, das ist halt geil. Cut CT 680. Rang 12, wir brauchen noch 5000 Erfahrung, das ist halt relativ viel leider auch. Na egal. Royal, super Job, ganz ehrlich. Den bergen wir jetzt auch erstmal. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Aufgaben hätten wir nur noch den da. Machen wir später. Das heißt, wir machen jetzt erstmal hier Aufgabe. Okay, hier geht es ja schon mal los zum Beispiel. Das sind alles so große Sachen, ne? Kleine Rohre, zwei Betonblöcke und zwei Holzplanken. Ja. Warte mal, 2, 4, 6. 6 Plätze braucht das doch ungefähr, glaube ich, oder? Braucht das nicht 6 Plätze, weil die kleinen Rohre, ich brauche nicht, Betonblöcke brauchen doch nicht 2, oder? Brauchen doch nur in die Stadt, direkt da. Das heißt, wir können das wieder am Stück machen, indem wir jetzt einfach an einen Anhänger uns krallen. Machen wir. Problem ist, die Holzplanken kriegen wir hier. Okay, hier kriegen wir halt auch nur Holzplanken. Wir müssen zur Fabrik. Da kriegen wir Torblöcke immerhin. Kleine Rohre kriegen wir halt leider auch nur im Lager. Da ganz hinten. Da würden wir aber auch Torblöcke kriegen. Dann würde ich die da mitnehmen. Holz kriegen wir hier nicht. Das heißt, wir können das Holz auch auf dem Rückweg einsammeln. Das auch komplett getrennt machen eigentlich. Nehmen den Royal auf jeden Fall. Sonst dachte ich, nehme mal den Caterpillar. Aber so sehe ich da jetzt nicht die Anwendung, ehrlich gesagt. Können nämlich erstmal Rohre und Betonplatten mitnehmen. Müssen halt nur gucken, dass wir zurückkommen. Ja, wäre ich. Ah. Der Weg ist halt kompliziert. Also wir nehmen den Caterpillar, denke ich mal, mit. Ist so einfach wichtiger.
So. Wollte ich eigentlich machen, den müssen wir jetzt erstmal kurz bergen. Jetzt genug Geld, wir können jetzt mal. Ach nein, den können wir jetzt gar nicht machen, deswegen habe ich es noch nicht gemacht. Wir brauchen ja genau den Rang 12 dafür. Fuck. Egal, ich nehme den trotzdem mit, weil mehr Zugkraft ist immer gut. Und das Holzding ist ja direkt in der Nähe, da können wir das mit dem Royal schnell nachholen dann. Ich will nur nicht stecken bleiben und deswegen werde ich den jetzt hier ziehen, den Royal. Ist zwar ein guter Truck so, aber ja. Machen wir es mal ein bisschen dunkler, dann wird es aber auch wieder heller. Dann müssen wir halt auch ziemlich lange fahren. Ich habe mich, glaube ich, falsch ausgerichtet, kann das sein? Ja. Machen wir mal die Route so, das ist, finde ich, eigentlich nicht viel geiler. So, na dann, in dem Falle müssen wir mal kurz wenden. Warten wir mal, dass es wieder heller wird. Naja, wird es ja schon auf unserer Route dahin. Länger wenden ist halt so scheiße. Ja, ist ja wunderbar. So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Gut, haben wir uns ja schon gemacht. Ah, erste größere Mission, Wasserversorgung der Stadt. Müssen wir nur gucken, dass wir die beiden irgendwie gewendet kriegen da. Das könnte sich noch als schwierig erweisen vielleicht. Ja. Naja, beide sind ja vollgetankt. Ah, ja, ja, ja. Einmal die Nase kratzen, es geht nicht. Das ist halt extrem belastend. Kann man denn hier keine Rohre holen? Da liegen ja sogar welche rum. Gibt's halt nur Ersatzteile, oder was? Langweilig, öde, belastend zugleich. Das einfach so ohne nichts macht, war als wäre dazu gar nichts. Naja. Bisschen zu fahren haben wir jetzt. Das ist halt leider genau am anderen Ende der Map. Muss auf jeden Fall auf den Kraftstoffverbrauch aufpassen. Wir werden auf Allrad, soweit es geht, verzichten. Das war noch der andere Auflieger. Den könnten wir eigentlich theoretisch auch nochmal irgendwie zurückschleppen. Weil wir den im Zweifelsfall auch schnell holen können, wenn wir gerade keinen in der Nähe haben, so. Haben wir halt den anderen dabei, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Halt für Umkippen nicht so geil.
Aber wir sind doch Profis, Freunde. Wir kippen doch nicht um. Wir sind doch nie umgekippt, oder? Ja. Naja. Schauen wir mal. Probieren wir unser Glück. Der Rückweg wird ja auch nur noch schwerer. Ach nee, die Route kennen wir ja schon. Die kennen wir doch schon, oder? Nee. Nee. Ist doch noch gute Strecke hier. So. Schauen wir mal weiter hier. Jetzt, wo wir ein bisschen was ziehen, ist der Verbrauch deutlich schon mal ein bisschen höher, ne? Also. Das geht klar. 340 Liter sind halt schön. Das ist das Schöne bei den Derry Longhorns. Die haben halt extrem viel Sprit drin. Aber, ja, wenn sie nicht vorankommen, dann bringt uns das mal ja nicht. Ja, leider keine Slots. Hätte man einen Langanhänger jetzt gebraucht. Fuck. Ist. Ist ja schon mal gut. Müssen wir den Kasten nur noch wenden. Guck mal, das war richtig. Was? Das ist gut. Immer noch gute Straße bis jetzt. Mal gespannt, wie lange das so noch bleibt. Ja, sicherlich kassiert er 31 Motor Damage. Hoffe mal nicht, dass wir diese Straße dafür fahren mussten, die dann nach oben führt. Hätte ich jetzt noch wirklich gar keinen Bock drauf gehabt. Boah, Eis. Ah. Müssen wir mal die Untersetzung anmachen. Dann geht doch schon Gelände los. Ja. Okay, das ist schon relativ eng. Oh ja, muss einfach nur gut ankommen. Das ist es. Damit, Freunde, würde ich dann aber auch sagen, war es das wieder für diese Folge. In der nächsten Folge erreichen wir dann hoffentlich nochmal unversehrt auf den letzten Meterchen das Lager. Laden das Zeug ein und wenn wir Glück haben, können wir die Mission sogar noch beenden. Weil das Holzding ist ja wirklich direkt nebenan von dem Ziel. Das heißt, guck mal, hier ist es ja sogar schon. Okay, pass auf. Dann machen wir es jetzt erstmal so. Er verpisst sich.
Laden wir den nochmal voll jetzt. Wir laden den jetzt voll und wenden dann. Eieiei. So, wir brauchen die kleinen Rohre. Oder? Ja. Kleine Rohre einmal. Und Betonblöcke. Ja, scheiße, das sind diese großen. Ah, ne, doch nicht. Betonblöcke. Zweimal. Perfekt. Müssen wir halt hier nur irgendwie wenden. Machen wir jetzt nochmal schnell hier. Klappt doch gut. Also die Anbindung bis hierhin ist eigentlich echt geil. Hätten wir den Caterpillar tatsächlich nicht mal gebraucht. Ja, ganz ehrlich, wir fahren es jetzt einfach ohne den Caterpillar wieder zurück. Das verschieben wir jetzt aber wirklich mal auf nächste Folge, Freunde. Da geht es dann an dieser Stelle weiter. Ich bedanke mich bei euch wieder ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.